Oh mein Gott, ist so voll. Ich finde keinen Ort zum Filmen. Erstmal, heute, was geht ab, Leute, Hunger? Wir fangen das Video natürlich an mit zwei Pandir, die ich heute abgeholt habe. Immer noch auf der Jagd nach Shiny Pandir. Ich habe mir das neue Update geholt, die APK. Dementsprechend geht der Fangtrick leider nicht mehr. Hätte ich heute nicht machen sollen. Habe ich nicht dran gedacht. Zweiter Versuch auch nicht Shiny. Zwei hätte ich heute noch. Schauen wir mal, ob ich mir die noch hole. Die liegen jetzt nicht so auf dem Weg. Ansonsten heute letzter Tag EP-Bonus. Ich zeige euch mal die EP. Nicht da drauf klicken. Ungefähr 209 Millionen oder so. Versucht die 210 heute noch zu knacken. Ansonsten heute Abend ein Livestream für euch gestern. Und One Piece Event wurde angekündigt. Also Event. Eigentlich gibt es nur Pikachu mit Strohhut. Mugiwara Pikachu. Mehr dazu gleich noch, aber jetzt sehe ich erst mal ein paar Runden. Glückszeit läuft noch. Wir neigen uns dem Ende. Zumindest vom Tag, nicht vom Video. Echt ruhiger Tag. Doppel-EP, ja, nicht wirklich noch mitgenommen. Ich zeige euch mal meine EP jetzt. 400.000 heute nur gemacht. Ich war jetzt nur ein paar Stunden unterwegs. Habe zwei, drei Pandir geholt, aber... Und zwei Raids nur gemacht. Naja, wahrscheinlich so 400.000 jetzt am Ende des Tages. Hier ist ein Raichu-Raid, den nehmen wir schnell noch mit. Punkt 19 Uhr, ihr hört die Glocken. Wir gehen rein. Da sind wir natürlich immer noch auf der Jagd nach einem Shiny. Da lassen wir eigentlich gar keinen aus. Zumindest solange er auf einer Arena ist, wo ich noch die Arena-Punkte brauche. Arena, die ich schon auf Gold habe, da mache ich eigentlich keine Raichu-Raids mehr. Wo können wir euch abstellen? Weil, während der Timer läuft, reden wir über One Piece. Unfassbar, dass sie dieses Event bringen. Hätte ich niemals damit gerechnet. Weil One Piece ist zwar sehr bekannt, sehr beliebt, aber ich meine, ich kenne meine Zuschauer zum Beispiel. Das sind zum Beispiel sehr viele alte Deutsche, sage ich mal. Alte Herren, alte Damen, zum Beispiel Eltern, die damals von ihren Kindern in Pokémon reingezogen wurden und dann da hängen geblieben sind. Ja, und die kennen wahrscheinlich kein One Piece. Und Amerika so, ja. Also hätte ich niemals gedacht, dass sowas zustande kommt. Aber ist echt krass. Das heißt natürlich auch für die Zukunft, es können auch andere Crossovers und Kooperationen zustande kommen. Andere Anime, andere Marken, Franchises. Wer weiß. So, schauen wir mal. Das ist übrigens eine sehr schöne Glocke-Kirche. Hier chillen die Leute mal, essen ihr Eis, Mittagspause, dies, das. Und ich komme hierher, um Arenenplatz zu machen. Ich habe übrigens auch heute auf Instagram gefragt, wer euer Lieblings-One-Piece-Charakter ist. Ich habe kurz mal vorbeigeschaut, aber ich glaube eindeutig Zorgott gewonnen. Könnt ihr aber natürlich noch unten in die Kommentare schreiben. Wer ist euer Lieblings-One-Piece-Charakter? Ich muss eigentlich nicht hier lang, aber hinter mir sind Leute, die haben gestarrt. Meiner ist wahrscheinlich auch Zorgo. Der ist einfach zu episch. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der Shiny. Wird aber auch irgendwann mal Zeit. Wobei, so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Mewtwo, Ausbeute bist ja auch grottenschlecht. 2, 3 über 18, aber auch schlecht, schlecht, schlecht. 1271. Also, IV-technisch könnte ich da auch nochmal einen guten gebrauchen. Was heißt nochmal? Erstmal einen guten. Aber weder gut noch shiny. Und ganz vergessen, ich habe ja noch ein Pandir. Vielleicht haben wir da Glück. Nee, die Jagd geht morgen und übermorgen und überübermorgen und überübermorgen weiter. Okay Leute, anscheinend ist das Update jetzt auch endlich auf iOS und iPhone. Ein paar von euch wollten, dass ich das mit dem IV-Rechner mit der Bewertung nochmal genauer zeige, erkläre und es gibt eine krasse Funktion, die habe ich gestern gar nicht erwähnt. Oh, 0%. Moment. So, Funddatum. Das sind alles Sachen, die ich noch gestern gefangen habe, als EP-Bonus noch lief. So, ihr könnt nämlich jetzt alle 100er filtern. Das ist, glaube ich, die geilste Funktion. Hier. So, gebt ihr ein, 4, weil das ist ein 100er und Stern. Und, was sehen wir da? Ich habe gestern ein 100er Alola Kleinstein gefangen. Muss ich jetzt nicht extra bewerten, habe ich direkt gesehen. Und jetzt ist er schon bewertet, weil ich das gestern entdeckt habe. Aber random
Hunderte Bummels. Ich wusste nicht, dass das ein Hunderter war. Hab gestern entdeckt, als ich das gefiltert habe, dass das ein Hunderter ist. Wahrscheinlich aus Dortmund, weil da waren so viele Bummels. Ansonsten habe ich leider kein random Hunderter entdeckt. Alle anderen, ja, da wusste ich, dass die 100 sind. Aber man kann es jetzt ganz leicht einfach filtern. Das Gute ist jetzt zum Beispiel, C-Day. Sonntag ist C-Day, Hydropi ist am Start, dreifach EP. Was wir jetzt die ganze Zeit hatten. Ich werde jetzt deswegen nicht extra ein Glücksei zünden, um jetzt 6 Glücksei, weil die hatten ja nur eine halbe Stunde für den C-Day da zu verbrauchen. Meine erste halbe Stunde natürlich Glücksei für die ganzen Freundschaften. Aber stellt euch vor, hier, wir machen das weg. Stellt euch vor, das sind alles Hydropi. Ihr habt alle Hydropi gefangen vom C-Day. Habt natürlich keinen Bock, da jetzt eure 100, 200, 300, 400 Hydropi durchzugehen. Könnt einfach hier drauf gehen. 4 Sterne. Und dann seht ihr, ob ihr einen 100er Hydropi gefangen habt. Genial! Wie viel Zeit man sich spart. Und man braucht jetzt nicht die ganzen Strings, WP-Strings. Es gab ja davor diese ganzen möglichen WP für einen 100er und sowas, was man sich merken muss oder generieren muss und dann eingeben konnte. Und dann waren die Suchergebnisse mögliche 100er. Jetzt könnt ihr einfach nach 100ern filtern, was halt genial ist. Selbes gilt natürlich auch für die unteren Stufen. Zum Beispiel das hier. Wir gehen gleich durch, was ist. Gehen wir es jetzt lieber durch. Ich blende es hier nebenbei ein. 0 Sterne sind 0% bis 50%. Um genau zu sein, 48,9. 1 Stern sind alle Pokémon von 51% bis 64%. 2 Sterne 66,7% bis 80%. Und 3 Sterne 82,2% bis 98%. Und wie ihr jetzt schon wisst, 4 Sterne 100%. Und hier blende ich auch nochmal die Sterne ein oder die Balken. Daran kann man eigentlich erkennen, wie viel Wert ein Balken hat. Habe ich gestern auch schon mal kurz erwähnt, also man sieht es eigentlich recht schnell. Vor allem bei 15, 14, 13. Aber hier könnt ihr das nochmal genauer sehen und dann vergleichen. Ich denke, man sieht das eigentlich ziemlich gut. Ihr könnt halt auch, anstatt einen Bereich rauszusuchen, um zu wissen, der ist gut, der Rest wird weggeschmissen, könnt ihr auch den schlechten Bereich raussuchen. 1 Stern und 2 Sterne oder 0 Sterne und 1 Stern und 2 Sterne. Und dann die ganzen Ergebnisse, die kommen, die kann man dann löschen, weil du weißt, die sind im Bereich 0, 1 und 2 Sterne. Das ist halt genial und man spart sich so viel Zeit. Und ich finde es viel besser als IB-Rechner. Bei IB-Rechner musst du jeden einzeln. Du klickst einen an, drückst auf Scannen, dann schiebst du auf den anderen, scannen, anderen, scannen und so. Und das ist halt richtig, richtig krass. Tausendmal besser. Klar, IB-Rechner haben noch andere Funktionen. Die sollte man nicht direkt deinstallieren. Die haben noch andere Funktionen, die können auch ruhig auf dem Handy bleiben. Aber ich finde es halt richtig genial. Ja, traurig ist nur, der neue Fangtick ist weg. Und die Pokémon stehen ziemlich weit hinten jetzt. Ein Ticken weiter hinten. Muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Es sei denn, das ist natürlich ein Bug von Niantic und das ist nicht so gewollt. Was bei Niantic natürlich sehr, sehr wahrscheinlich ist. Dann habe ich noch zum Schluss ein Shoutout. Shoutout geht raus an einen Kollegen von 4K Drohne. 4K Drohne ist ein Kollege von Twitter. Ich habe ihn in Dortmund getroffen. Ich habe noch 3 Glückstausche mit ihm offen und ich habe auch ein Segment mit ihm. Und zwar die Ideen, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge an Niantic. Demnächst Teil 2. Aber ein Kollege von ihm hat jetzt jedes Lucky Pokémon im Pokédex. Da klappt's auf. Das habe ich gerade runtergeladen. Und zwar der Bagi62. Grüße gehen raus. Das blende ich hier nebenbei noch ein. Während ich hier seine Sammlung abspiele, verabschiede ich mich schon mal. Und in den Kommentaren könnt ihr gerne schreiben, was ihr vom neuen IB-Rechner oder Bewertungssystem haltet. Es wurde echt dringend Zeit, Mann. Erstens, es ist echt genial. Und ich hoffe, das ist kein Bug von Niantic oder so. Nee, schon mal. Es ist halt echt genial. Spart so viel Zeit. Vor allem jetzt beim Hydropi-C-Day zum Beispiel. Aber allgemein und in die Kommentare. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und ich lasse noch die Sammlung vom Kollegen durchlaufen.